Star Wars RP. Ich habe da einige Taler für Sie, die ich Ihnen geben kann. Damit können Sie hier auf dem Planeten viele Sachen kaufen. Wir haben republikanische Kredits. Was meinen Sie denn damit hier? Damit können Sie hier nichts kaufen. Wie heißt dann Ihre Währung? Ein Stück. Das sind die Ragnar Coins. Da ich davon ausgehe, dass diese Ragnar-Taler hier etwas wert sind, nehme ich die Mission an. Hier soll ein Fischer wohnen. Sollten wir eventuell in dieser Hütte nach. Wir haben eine Hütte entdeckt. Gehen Sie mal anklopfen. Hier groß! Oh! Hey, Bruch! Hallo! Hi, Grüße! Hi, Gute, mein Name ist Cesar. Ich bin ja der Fischer vor Ort. Sie sind der Fischer. Ein wenig besoffen. Sind wir uns entschuldigen. Sind Sie interessiert an dem Schiff? Captain, fass mal. Wie es mir scheint, kann man nur als Person auf dieses Luftschiff gebracht werden. Auf bis wir heil oben ankommen. Ist alles okay? Irgendwie ist mir die Fahrt nicht so... Voll auf die Turbinen. Das können Sie aber schon selber wieder sauber machen. Ich würde Sie einmal zu unserem Captain führen. Ich heiße Sie willkommen. Wie ist Ihr Name? Darth Sidious. Kann dieses Schiff auch den Planeten verlassen? Nein, das ist nicht möglich. Ein Kraftfeld verhindert dies. Ein sowie aus. Deswegen stürzen hier öfters fremd ab. Gut. Okay, damit ist hier die Handelslizenz freigegeben. Auf der linken Seite sehen Sie unseren, ja, Kampfanzughändler. Der ist leider heute, der ist auf Dauerurlaub. Auf der rechten Seite Friseur. Ich möchte eine Frisur eines Imperators würdig. Dann halten Sie mal still. Da müssten drastische Geschütze ran. Und fertig. Was wird jetzt so, hier angeboten? Unser Waffenhändler. Waffen und Munition. Tauschen Sie auch Munition? Sie noch mal von mir? Oh, haben Sie kleines Plasma, also Low Plasma? Ja, kann sein. Oh, dafür würde ich gerne was nehmen. Ich würde gerne 5000 davon nehmen. Ich würde das tauschen gegen schweres Plasma. Ich denke, wir könnten ins Geschäft kommen. So, hier sind wir dann in der Kantine. Und hier haben wir unseren 2,5-Sterne-Koch. Mein Lord, sind Sie es? Mein Lord? Schattentruppler. Dürfen Sie ohne weiteres das Schiff verlassen? Ich weiß es nicht, da müssten Sie mit dem Captain reden. Wir holen Sie hier raus. Boxarena. Ja, das sind sozusagen Boxkämpfe, kann man sagen. Das sind sozusagen wo Männer sich mit nackten Fäusten bis zum K.O. bekämpfen. Könnte ich statt Coins euren Koch gewinnen? Okay. Also dann, jetzt kommt der alles entscheidende Kampf. Wer wird den Koch mitnehmen? Auf die Plätze. Fertig. Los. Und das wird schon hart. Und da sieht es schon hart aus. Und da hat Captain zerlegt. Mein Kopf. Darth Sidious. Sie haben den Kampf wohl gewonnen. Sie haben eine ganz schön harte Rechte. Sind Sie der Sattelhändler?
So, hallo, ich habe jemand nach dem Sattelhändler gefragt. Was sind Sie? Mein Lord? Ich bitte Hilfe. Es ist ein Pärchen. Wer von euch zwei hat überhaupt das Sagen? Was wollen Sie, General? Naja, die Frau, das ist ja das Problem, wir wissen nicht so genau, wer ist. Wem sein Angebot zählt jetzt? 90 oder 85? Naja, das für 90. 85? Aber nein! Was? 90? Wir brauchen doch mal endlich wieder ein paar Taler. Wir können uns kaum noch was zu essen lassen. Das kannst du nicht machen, das ist doch viel zu günstig. Ich koche, ich weiß doch, was es kostet. Aua! Hör auf, mich zu peitschen! 85! Nein, nein! Wie wär's mit dem Tausch gegen einen anderen Sattel? Dann bin ich sehr erfreut, mit ihm Geschäfte gemacht zu haben. Wo ist der Captain? Rastet ihr Schiff noch länger in diesen Lüften? Wir können Sie aber gerne über Sky, über den Schmuggler, bei denen informieren, falls sich wenn sich die Position geändert hat. Wir würden uns verabschieden und ihr Schiff wieder verlassen. Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin ein tolles Gelingen.